Ich habe für diese schöne Funktastatur, die ich schon jetzt seit 2 Monaten anhabe, die ich im Schrott gefunden habe, einen Ersatzdongel bekommen. Und um die Reaktionszeit zu testen, habe ich dieses Autofahrsimulationsprogramm benutzt und möchte mal hier kurz eine Beispielfahrt demonstrieren. Ja, als erstes habe ich das Raketenauto stehen gelassen, weil ich erstmal mit was anderem beschäftigt war. Dann, ja, habe ich das Raketenauto etwas beschleunigt und versucht schnell zu fahren damit, wie man sieht. Dann habe ich gemeint, dass die linke Fahrseite zu glatt war und habe das Auto etwas geschliffen an der Seite. Ja, dann habe ich das Auto etwas, ja, dann wollte ich da ins Fenster reingucken. Dann, ja, bin ich da durch den Zaun durchgefahren und ja, dann habe ich nochmal die andere Seite etwas geschliffen. Ja, dann fiel mir ein, dass ich einkaufen gehen musste und ich wollte erstmal so ein bisschen die Autos aus dem Weg schieben. Ja, und dann bin ich ins Einkaufszentrum reingefahren. Also gleich, ja, genau. Dann wollte ich gucken, wo ich hier neue Reifen bekomme und dann, ja, habe ich keine gefunden und dann habe ich keine Lust mehr gehabt.